Mein Name ist Daniel Hackenberg, ich bin Diplom-Sozialarbeiter, Sucht- und Sozialtherapeut. Ich bin Abteilungsleiter vom Adoptionshaus Berlin, vom Tannenhof Berlin-Brandenburg und zuständig für die Aufnahme. Adaption bedeutet anpassen. Was bedeutet das für unsere Arbeit hier? Sie sind aktuell in der Reha-Phase 1, das heißt, Sie sind in Ihrer ersten suchttherapeutischen Behandlung. Sie setzen sich hier erstmalig mit Ihren suchtauslösenden Bedingungen auseinander und planen dann gemeinsam mit Ihrem Therapeuten oder Ihrer Therapeutin den nächsten Schritt. Wie kann ich nämlich die Abstinenz auch unter Alltagsbedingungen aufrechterhalten? Und da kommen wir ins Spiel. Wir als Adoptionshaus bieten Ihnen den Rahmen mit suchttherapeutischer Unterstützung, all das, was Sie in der Reha-Phase 1 für sich erarbeitet haben, hier fortzuführen unter sogenannten alltagsnahen Bedingungen. Das bedeutet nämlich, dass Sie ein eigenes Apartment haben, zum Beispiel bei uns, dass Sie sich im Gegensatz zur Vorklinik selber verpflegen, dass Sie selber einkaufen gehen, dass Sie mit unserer sozialarbeiterischen Unterstützung Ihre Behördengänge eigenständig erledigen, dass Sie ein Praktikum absolvieren müssen. Hierfür haben Sie zwei Arbeitsberater an Ihrer Seite, die für all das zuständig sind, was in Richtung Arbeit und berufliche Weiterbildung angeht. Mein Name ist Axel Schulz, ich bin therapeutischer Leiter des Adoptionshauses Neuruppin und möchte Ihnen hier unser Adoptionsangebot vor den Toren Berlins vorstellen. Warum ist Adoption sinnvoll? Sie sind suchtkrank, Alkohol, Drogen, medikamentenabhängig, haben keine Arbeit, keine Wohnung oder nur eine nasse Wohnung, streben vielleicht einen Umfeldwechsel an. Der Gedanke, nach der Behandlung, in der Entwöhnungsbehandlung, sofort wieder ins alte Umfeld zu müssen, belastet sie. Sie fühlen sich stark rückfallgefährdet. Es gibt weitere soziale und familiäre Probleme. Sie fühlen und brauchen einfach noch mehr Unterstützung für die Rückkehr ins Arbeitsleben oder ins normale Leben. Wenn ein Punkt oder mehrere davon zutreffen, dann ist Adoption für sie sinnvoll. Neuruppin ist eine Kreisstadt, die Kreisstadt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin und liegt rund 50 Kilometer nordwestlich vor den Toren Berlins. Idyllisch am großen Ruppiner See gelegen, etwas abseits vom Großstadttrubel, aber trotzdem mit einer guten Infrastruktur und einer guten Verkehrsanbindung über die A24 und mit den öffentlichen über den stündlich verkehrenden Regionalexpress von Berlin. Unser Adoptionshaus befindet sich in einem historischen Gebäudekomplex, das aufwendig saniert wurde, also auch im historischen Stadtkern von Neuruppin. Alle wichtigen Anlaufpunkte, Gewerbegebiete, Einkaufsmöglichkeiten, Behörden sind mit dem Bus, mit dem Fahrrad oder zu Fuß sehr gut zu erreichen. Das dreigeschossige Bürgerhaus mit Seitenflügel und ausgebautem Speichergebäude liegt im Zentrum von Neuruppin mit einem begrünten Innenhof. Wir haben 22 gut ausgestattete Einzelapartments mit Küchenecke und Duschbad. Dazu muss man natürlich noch sagen, dass in der Adoption Selbstversorgung ist, also jeder muss hier selbst kochen. Das Verpflegungsgeld wird sozusagen rausgerechnet. Ein Apartment ist behindertengerecht für Rollstuhlfahrer geeignet. Zusätzlich haben wir noch ein Doppelapartment, besonders geeignet für Paare und für Eltern mit größeren Begleitkindern. Dazu muss ich sagen, dass es natürlich generell möglich ist, Begleitkinder mit in die Einrichtung zu nehmen. Weiterhin gibt es natürlich neben Arzträume, Therapieräume auch noch Gemeinschaftsräume, die genutzt werden können. Wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, dass wir WLAN im Haus haben. Fahrräder können kostenlos ausgeliehen werden. Es ist natürlich auch möglich, dass jeder ein eigenes Fahrrad mitbringt. Das Adoptionshaus Berlin befindet sich in Buko. Buko ist ein Unterbezirk von Neukölln. Neukölln ist ja ein bekannter Bezirk, ein sehr großer Bezirk in Berlin. Und unser Vorteil ist, dass wir ein bisschen außerhalb sind von Neukölln, aber trotzdem aufgrund der sehr guten Verkehrsanbindung ist man sehr schnell in der Stadt. Man hat S-Bahn, man hat Uber, man hat Busmöglichkeiten. Und man hat aber auch immer wieder die Möglichkeit, wenn man zurück ins Adoptionshaus kommt, dass man ein bisschen durchatmen kann. Ne? Ein Vorteil ist auch einfach, wenn es um Praktikum geht, aufgrund der Verkehrslage, dass man gut überall hinkommt. Aber auch, wie gesagt, wenn man zurückkommt, hier für sich ist,
runterfahren kann, ausschalten und einfach auch sich auf seine Suchttherapie auch weiter zu besinnen. Im Adaptionshaus Berlin wohnen sie in Einzimmer-Apartments. Diese Apartments sind komplett möbliert. Sie haben einen Fernseher, sie haben einen Schrank, sie haben ein Bett, Stühle, Tische und vor allen Dingen auch eine komplett ausgestattete Küche. Denn hier geht es darum, sich selber zu versorgen. Und sie bekommen von uns alles, was sie dafür benötigen. Sie müssen nur einkaufen gehen. Sie bekommen von uns Töpfe, Tassen, Teller, Besteck und alles weitere, was sie für den täglichen Gebrauch benötigen. Daneben hat das Zimmer oder jedes Apartment auch einen eigenen Balkon und ein eigenes Bad. Unser Haus bietet Ihnen weiterhin noch einen gut ausgestatteten Fitnessraum, den Sie benutzen können. Der steht zu Ihrer freien Verfügung. Daneben gibt es noch ein Kinderspielzimmer, da wir auch Rehabilitanten mit Kindern aufnehmen können. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, Ihre Wäsche zu waschen. Am Tag der Aufnahme, wenn Sie zu uns kommen, erhalten Sie von uns ein Ticket für die Berliner Verkehrsbetriebe, mit dem Sie in Berlin unterwegs sein können. Zum einen nutzen Sie das natürlich, um zu Ihrem Praktikum zu kommen oder auch andere Sachen zu erledigen, aber natürlich können Sie dies auch am Wochenende für Ihre Freizeitgestaltung benutzen. Außerdem erhalten Sie von uns wöchentlich ein Verpflegungsgeld. Daneben steht Ihnen auch ein Arbeitsberater oder eine Arbeitsberaterin zur Seite. Die Kollegen kümmern sich um alles, was dem Bereich Arbeit angeht. Da wird angefangen, Praktikumssuche. Welches Praktikum kann ich machen? Welches Praktikum passt in meine weitere berufliche Planung? Was benötige ich noch für meine weitere berufliche Planung? Es werden Kontakte hergestellt zu Reha-Beratern von der Rentenversicherung. Um das auch alles weiter zu unterstützen, bieten wir auch Kurse an im Bereich des Bewerbungstrainings und Computerkurse, sodass Sie, wenn Sie die Adaption hier verlassen, einen guten Werkzeugkoffer in der Hand haben, um die weiteren Schritte, die Sie hier mit uns gemeinsam planen, anzugehen. Ziel der 3- bis 4-monatigen Adaption ist die soziale und berufliche Wiedereingliederung und die Fortsetzung der Suchttherapie unter Alltagsbedingungen. Da wären wir natürlich auch schon bei den 3 Hauptsäulen. Fortsetzung der Suchttherapie, berufliche Wiedereingliederung, soziale Wiedereingliederung. Die Fortsetzung der Suchttherapie geschieht natürlich auch weiterhin bei uns in Einzel- und Gruppentherapie. Inhaltlich nicht mehr so wie in der Vorklinik, sondern eher altersbezogen. Da geht es um die lebenspraktische Unterstützung, um die Außenorientierung, um die Zukunftsplanung und nicht mehr so sehr um die Entwicklung der Sucht bei Ihnen. Ein weiterer zentraler Baustein der Suchttherapie in der Adaption ist das Rückfallpräventionstraining. Wir nennen es Rückfallvermeidungstraining. Es findet in kleinen Gruppen statt und da wird nochmal speziell oder individuell auf Risikosituationen, gerade in diesem alltagsnahen Rahmen, geschaut und an möglichen Bewältigungsstrategien. Die werden sich speziell nochmal angeschaut. Ein wichtiger Bestandteil der Adoption ist natürlich das Praktikum, was jeder hier absolvieren muss. Es kann in verschiedenen Firmen, verschiedener Branchen in neuropathischer Umgebung absolviert werden. Wichtig ist, dass jeder seine Bewerbungsunterlagen hier erstellen muss und sich selbstständig ein Praktikum, weitestgehend selbstständig ein Praktikum suchen muss. Ziel ist natürlich dabei, dass bei der Arbeitserprobung, die sollte so realistisch und alltagsnah wie möglich gestaltet sein. In dem gesamten Prozess steht Ihnen unser Team aus Arzt, Sozialarbeiter und Bezugstherapeut beiseite. Soziale Wiedereingliederung bedeutet die weitgehendste selbstständige Erledigung aller Behördenangelegenheiten, die Arbeits-, die Wohnungssuche, die Vorbereitung für die Zeit nach der Adaption, Besuch von Selbsthilfegruppen, aktive und sinnvolle Freizeitgestaltung. Alles diese Punkte sind natürlich auch Schwerpunkt in diesem Bereich der Adaption. Und dabei können natürlich auch das Netzwerk des Tannenhofes genutzt werden. Wir haben in Berlin auch und auch hier in Neuruppin betreute Wohnformen. Wir haben eine Tannenhofschule in Berlin. Wir haben Ausbildungsplätze selbstverständlich, die genutzt werden können. Und wir unterstützen dabei. Die Aufnahmevoraussetzung für die Adaption ist natürlich der reguläre Abschluss der Entwöhnungsbehandlung. Von dort aus wird auch der Antrag
an den zuständigen Kostenträger gestellt, meist durch den Bezugstherapeuten. Wichtig ist natürlich die frühzeitige Kontaktaufnahme zum Adaptionshaus, um Aufnahmedetails zu klären, eventuell einen Besichtigungstermin zu vereinbaren. Hierfür stehen unsere Bewerberfragebögen auf der Homepage zur Verfügung. Wenn Sie sich für uns entscheiden, dann besprechen Sie mit Ihrem Therapeuten oder Ihrer Therapeutin in der Vorklinik den weiteren Ablauf. In der Regel ist es so, dass Sie 4 bis 6 Wochen vorher uns einen Bewerberfragebogen zukommen lassen. Den finden Sie auf unserer Internetseite. Der Kostenträger ist in der Regel die Deutsche Rentenversicherung. Unter Umständen kann es auch sein, dass es die Krankenkasse oder auch das Sozialamt übernimmt. Wir bekommen dann eine Kostenübernahme, Sie bekommen eine Kostenübernahme und dann gehen wir wieder miteinander in Kontakt, sodass wir den Aufnahmetag gut planen können. Nehmen Sie den Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie.